Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak. Ich werde euch heute ein Update geben zu meinem Sandstreuer, zu meinem Topdresser. Ich habe viel geschraubt, die Hände sind kaputt und blutig gewesen, total schwarz noch, viel geschraubt. Ich werde euch das nicht alles zeigen, aber ich zeige euch jetzt, wie es aussieht. Viel Spaß dabei. Ja, dazu müssen wir erstmal die ganze Werkstatt ausräumen, meine ganzen Maschinen rausfahren und dann geht's los. Yeah! Jetzt geht's los. Jetzt machen wir einen kleinen Rundgang hier. Rundgang durch die Werkstatt. Oh, ich die Kamera gegenhauen. So, meine Damen und Herren, hier sehen Sie das Gerippe. Ich habe also tatsächlich alles auseinandergerissen. Ich habe hier den nackten Rahmen jetzt nur noch übrig. Der Rahmen hatte ein Problem, und zwar eine Strebe hier. Die war komplett verbogen, das habe ich euch ja ganz kurz in diesem ersten Video gezeigt. Da haben sie wahrscheinlich die Maschine dran festgeschnallt und das Ding dann weggezogen. Da habe ich jetzt ein neues Profil mir in der Metallbauwerkstatt biegen lassen, sodass das hier halbwegs zu den Originalprofilen passt. Hat ein bisschen gröberen Radius, aber nicht so schlimm, das neue Profil. Da schweiße ich jetzt hier gleich neu ein. Damit dieser Schaden behoben ist, dann werde ich noch mal hier das ein oder andere so ein bisschen nachschleifen, so ein paar Nähte noch ein bisschen runterschleifen. Es gibt noch so ein paar kleine Stellen, wo das Blech so ein bisschen verbogen ist. Das werde ich noch ein bisschen nachdengeln. Und ja, dann ist das eigentlich soweit fertig. Ich kann das ja mal runterkippen. Schön vorsichtig. Ein bisschen hankelbastig. So, ja, so sieht das gute Stück aus. Das wird jetzt in der Werkstatt, in so einer Lackiererei, komplett gesandstrahlt, nachdem ich jetzt diese Strebe da drauf geschweißt habe, komplett gesandstrahlt und dann neu lackiert. Und ratet mal, mit welcher Farbe? Natürlich Signalrot RAL 3001, genau wie mein Toro. Kriegt das Ding also jetzt genau die gleiche Farbe. Ja, das ist also Nummer eins. Dann haben wir hier diverse Kleinteile, die ich schon ausgebaut und von allen Nieten und Schrauben und Anbauteilen befreit habe. Das geht auch mit zur Lackiererei. Dann haben wir hier die Platte, auf der das Förderband entlang gerutscht ist. Das ist also ziemlich pfiffig gelöst. Und zwar diese Platte, die liegt also hier so drin. Hier vorne sind die beiden Wellen angebracht, zeige ich euch gleich. Und da drauf war ganz cool noch genietet so eine Kunststoffauflage, die war hier drauf genietet. Und die hat quasi dann nochmal die Metalloberfläche von dem Förderband entkoppelt. Und die sieht noch richtig gut aus. Also da bin ich also wirklich total erstaunt. Das ist wahrscheinlich ein ganz hochwertiges Polyamid gewesen, also ein ganz hochwertiger Kunststoff. Bin ich total erstaunt, wie gut erhalten diese Platte, diese Kunststofffolie noch ist. Habe ich nur sauber gemacht, sieht aus wie neu. Diese Platte wird also auch natürlich gesandstrahlt und lackiert. Die ist schon ziemlich verrostet, also da wird dringend Zeit, dass die mal einen neuen Lack kriegt. Oh, das, ja, ich freue mich schon, das wird so richtig cool aussehen. Da liegen hier hinter noch ein paar Teile, die werden auch noch alle lackiert, und noch einige Teilchen. Den Motor habe ich ja schon gezeigt, der steht hier bereit. Dann diese Abdeckung für den Motor, die werde ich auch natürlich lackieren. Da muss ich noch diese Aluplatte, die da drauf genietet wurde, nachträglich, ist nicht original, die werde ich noch abbauen. Ob ich sie wieder rauf mache, weiß ich nicht. Warum das gemacht wurde, weiß ich auch nicht.
Auch diese Abdeckung hier, das ist die Seitenabdeckung gewesen für diesen Antrieb, für die Getriebeübersetzung. Der wird natürlich auch lackiert. Den muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Der ist ganz schön verdengelt. Ah, da muss ich mal gucken, den muss ich ein bisschen ausbeulen. Und dann haben wir hier die ganzen extrem ölhaltigen Ketten und Zahnräder. Die werde ich zu einer Firma geben, um diese Bauteile zu entfetten und zu reinigen. Und dann werden die ein bisschen blank gebürstet und dann ist wieder gut. Aber die müssen einmal komplett entfettet, einmal komplett gereinigt werden. Und dann wird das alles neu gefettet und dann läuft das wieder. Boah, bestimmt super. Ja, lieber Raumfreaks, wir dringen immer weiter in die Werkstatt vor. Hier liegt nun dieser Trichter, der ist aus Stahlblech verzinkt. Der sieht noch gut aus. Da werde ich überhaupt nichts tun. Den werde ich einfach so hier stehen lassen und wieder zusammenbauen. Da haben wir die Bürste. Da bin ich ja sehr froh, dass diese Bürste noch relativ gut erhalten ist. Zumindest, was ich so hier sehe. Also ein paar Löcher sind hier drin. Da sind die, hat irgendwas reingedrückt, irgendwas draufgelegen. Das ist nicht ganz so schön, aber vielleicht wird sich das auch ein bisschen entspannen wieder. Was das hier noch das Problem ist, die Lagerungen. Die sind eigentlich gar nicht so schlecht, die Lager. Ja, die haben ein bisschen Spiel. Also die sind auch schon ausgelutscht. Dafür habe ich mir jetzt noch einen Abzieher gekauft, um diese Lager vernünftig runterziehen zu können. Denn die Lager von der Antriebswelle, zeige ich euch gleich, die musste ich mit der Flex runterschneiden. Also das, ja, das werde ich dann auch noch mal machen müssen. Da muss also erst hier dieser kleine Ring, der mit so zwei Nabenschrauben auf der Welle drauf ist, gelöst werden. Und dann vielleicht kann ich es auch alles in einem runterziehen. Das ist alles ziemlich festgerostet. Wenn ich schon mal dabei bin, werde ich diese Lager auch erneuern. Das kriegt man ja alles online. Das ist ja unfassbar, was es da heute für Möglichkeiten gibt. Man muss halt genau wissen, was man braucht. Das ist ein bisschen Messerei, ein bisschen Sucherei. Und dann kriegt man diese Teile. Das sind alles 1 Zoll Wellen. Und wenn man weiß, dass das 25,4 ist, 1 Zoll, dann findet man es auch relativ schnell. Haben nicht alle Online-Händler, aber wenn man ein bisschen sucht, findet man auch diese Zollgrößen bei den Kugellagern. Weiter geht's. Das hier, das ist meine neue Hantel. Oh, ich kann gar nicht vorstellen, was die wiegt. Oh, ich kann die mal wiegen. Ey. Das ist einfach unfassbar, was diese Welle wiegt. Unfassbar. Schon mal raufstellen hier. Zack. Das wollte ich echt mal testen. Das ist massiver Stahl. Haltet euch fest. 21,4 Kilo. Da kannst du richtig schön mit hanteln. Das ist ja Halb-T-Shirt. So. Gut. Wieder umlegen ist besser. Oh. Nicht die Finger klemmen. Was sind das für Geräusche? Gut, ich hoffe, das war jetzt drauf, auch von dieser Welle hier. Sieht ihr nicht, ne? Auch von dieser Welle hier muss ich also diese Lager noch runterziehen. Das wird noch ein echtes Drama. Oh, dafür habe ich jetzt hier einen Abzieher gekauft. Oh. Mann, hier ist mein neues Profil, was ich mir herstellen lassen. Super, genau nach Maß gefertigt. Ja, dann haben wir hier die ganzen Kleinteile. Richtig cool, was ich gerade sehe. Da ist tatsächlich also ein Differential dran gewesen. Und richtig gut gemacht in so einem Aludruckusgehäuse. Hier mit zwei schönen Kegelrädern, die sehen dann noch richtig gut aus.
Dann sitzt das hier so drin. Ich weiß nicht, wer schon mal so ein Differential gesehen hat. So sieht das aus. Ich hoffe, wir können das jetzt sehen. Und dieses Differential sorgt dafür, müsst ihr mal googeln, was ein Differential ist. Dieses Differential sorgt dafür, dass sich eben die beiden oder die Räder links, rechts gegeneinander drehen können, um dass man überhaupt um eine Kurve fahren kann. Dazu ist ein Differential da. Da gibt es noch ein zweites Kegelzahnrad, dann wird das so zusammengesetzt. Und das Schöne ist, dass es richtig, richtig, richtig gut erhalten. Da ist überhaupt kein sichtbarer Verschleiß. Das werde ich einfach auch nur entfetten. Dann kommt da schön ein neues Fett rein. Und dann ist gut. Auch diese Sinterbuchsen, diese Gleitlagerbuchsen, die haben auch nicht so viel Spiel. Das ist auch noch akzeptabel. Achso, hier, da sitzt denn hier auf dieser Welle, sitzt denn hier dieses Zahnrad so drauf. Cool, ne? Oh, herrlich. Und das wird hier reingesteckt. Und das ist, ja, es hat ein bisschen Spiel, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine Buchse kriege. Hier könnte man natürlich auch noch erneuern. Ja, aber schlimm ist das nicht. Und darauf sitzt eben dann das Antriebszahnrad. Das ist das große Antriebszahnrad. Ja, das ist schon ein bisschen verschlissen, aber auch nicht schlimm. Das werden wir auch ein bisschen aufarbeiten. Das sitzt denn hier drauf? Oder auf der anderen Seite? Ich glaube, auf der anderen Seite. Ja, da sitzt es drauf. Auf dem anderen Flansch. Das sitzt da drauf. Und das Zahnrad, das treibt das Gehäuse an. Und das Gehäuse treibt über dieses Differential dann die beiden Antriebswellen an. Und so funktioniert das Ganze. Jetzt ganz kurz erklärt. Also ich kann es auch ausführlich erklären, aber müsst ihr mal sagen, ob ihr sowas von mir mal erklärt haben wollt, wie sowas funktioniert, ausführlich. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch für sowas interessiert. Und dann können wir das machen. Ja, das sind hier noch meine beiden Problemteile. Und zwar, das sind die beiden Wellen, die waren in so Lagerschalen, mit so Lagerschalen unter den Rahmen geschraubt. Und diese Zahnräder, die sind auch hin. Die habe ich schon gefunden. Die muss ich jetzt auch noch runterziehen, von der Welle runterziehen. Und da habe ich eben tatsächlich, ich habe es schon weggeschmissen, ne? Ich glaube ja. Da habe ich eben tatsächlich, weil ich es nicht runtergekriegt habe, das ganze Zahnrad mit der Flex aufgesägt und dann runtergehauen. Ich hoffe, dass das hier nicht ganz so schlimm ist. Das ist halt eingerostet, ne? Das ist Ewigkeiten drauf. Dann dringt ja doch ein bisschen Feuchtigkeit zwischen Welle und Flansch. Und dann rosten halt die Teile fest. Ich habe das jetzt schon ein bisschen blank geschliffen mit einer Drahtbürste. Jetzt hoffe ich mal, dass ich mit dem Abzieher das auch runterkriege. Das ist dann die andere Seite. Das war jetzt die Seite, die jetzt hier den Antrieb antreibt, also die Räder antreibt. Und das ist die Seite, die jetzt nach innen in diesen Kasten reinging. Können wir mal ein Bild einblenden mit dem kleinen Zahnrad hier. Und das sieht auch noch richtig gut aus. Und das treibt eben das Getriebe an. Ja. Da muss man noch ein bisschen was. Ich hoffe, also die jetzt hier gefettet gelaufen sind, die kriegt man, glaube ich, ziemlich leicht runter. Dann haben wir hier die Hebel hier für, habe ich ja schon gezeigt, die Hebel hier für das Spannen der Riemen. Dann haben wir hier ganz viele andere Hebel für die Betätigung der Maschine. Das sind alles Alu-Druckgussteile, gruselig überlackiert. Die werde ich einfach entlacken, also einfach mit einer Bürste blank polieren und dann so lassen. Da kommt kein Lack mehr drauf. Das wird ein bisschen schicker aussehen. Also, so wie hier. Ne? So, dann, ich habe hier schon mal angefangen, dann aufzuklickern. Dann sieht das schon wieder richtig cool aus. Ja, genau. So. Tja, das war's schon. Hier, ach so, das habe ich auch hier noch nicht gezeigt. Ich hatte euch ja gezeigt, dass diese eine Spannrolle vom Keilriemen hier völlig ausgeschlagen ist. Da habe ich jetzt zwei Lager gekauft mit so Distanzringen und diese
Lager, die passen jetzt perfekt hier rein. Die muss ich ein bisschen einkleben. Die werde ich einkleben und dann habe ich wieder eine perfekt laufende Spannrolle. Cool. Ja, hier sind schon meine neuen Reifen. Die waren wirklich jetzt nicht so teuer. Die haben, glaube ich, 23 Euro das Stück gekostet. Die neuen Reifen. Und das hier sind die Felgen. Die sehen natürlich schlimm aus. Ne, die haben alle hier so eine Nut für die Antriebswelle. Und das habe ich, die alten Reifen, die alten Gummidecken, die habe ich runterziehen lassen vom Reifenhändler. Und der war hinterher stinksauer, weil er gesagt hat, das war so fest, dieses ganz alte Gummimaterial war so festgeklebt auf den Felgen, die haben die wohl kaum runtergekriegt. Haben sie auch ein bisschen kaputt gemacht, haben auch schon gesagt, hier, wenn ich die jetzt lackieren lasse und dann wieder raufgezogen haben möchte, diese neuen Decken, dann können sie mir nicht garantieren, dass der Lack hier oben am Felgenhorn kaputt geht. Ich sage, okay. Ja, aber das lasse ich machen. Das ist so eine Schweinearbeit. Es sei denn, ihr habt einen guten Tipp für mich, wo man also hier solche Reifen auf die Felgen vernünftig aufziehen lassen kann, ohne dass das kaputt geht. Ja, lieber Rahmenfix, das war es erstmal mit dem kleinen Update hier zu meinem Topdresser, zu meinem Turfco Topdresser. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Ich bin jetzt schon richtig heiß darauf, die neu lackierten Teile zu sehen. Mir macht das ja auch noch nicht Spaß, hier ja, so eine alte Maschine wieder aufzuarbeiten. Das habe ich damals schon als 18-Jähriger oder ja, glaube ich, als 16-Jähriger mit meinen Mofas und Motorrädern gemacht, zerlegt, neu lackieren lassen, wieder komplett neu aufgebaut. Ja, das finde ich auch sehr, sehr cool. Und ich kann aber gut verstehen, die Leute, die jetzt so alte Autos restaurieren, das muss genauso ein cooles Gefühl sein. Mir machen halt solche Maschinen Spaß. Ja, cool. So, fertig. Ach ja, natürlich, die Felgen werden weiß, genau wie der Toro Greens Master. Der Rahmen rot und gut, der Trichter bleibt mir erstmal verzinkt. Hab schon überlegt, ob ich den jetzt auch weiß lackieren soll. Aber nee, das wird schon eine Menge Geld kosten. Und dann nochmal die ganzen Ersatzteile. Oh, fragt nicht. Aber das ist Hobby. Tschüss. Ja, lieber Rahmenfüchs, eins habe ich noch vergessen. Das ist hier das Förderband. Ja, das sieht leider nicht mehr so ganz gut aus. Und zwar haben wir hier schon so gewisse Ablösungen, Auflösungserscheinungen. Hier innen drin ist auch schon ein Riss. Hier scheint auch mal so ein Band drauf geklebt gewesen zu sein. Das muss ich auf jeden Fall erneuern, um zu verhindern, dass hier an dieser Stelle das Förderband irgendwann mal durchreißt. Da muss ich noch mal gucken. Das wollte ich auch noch zeigen. Okay, jetzt ist Schluss.